Herzlich willkommen zum Briefing der Rebellion of One, jetzt für den 15. Mai. Und denkt daran, alle Informationen, die wir euch hier heute erzählen, die sind auch unten in den Dokumenten in dem Video verlinkt. Das heißt, ihr müsst nicht mitschreiben. Ich mache heute zusammen das Briefing mit der Clara aus Lüneburg und ich bin Lars aus Göttingen. Und dann geht's jetzt los. Also, das ist genau eine Rebellion of One. Das ist eine Ein-Personen-Straßensperre mal 1000. Und am 15. Mai um Punkt 12 Uhr setzen sich erneut zum zweiten Mal in Deutschland Einzelpersonen in ganz Deutschland scheinbar spontan auf die Straße und blockieren alleine den Verkehr. Sie tragen dabei eine Reklametafel, so ein Sandwichboard, um sich mit einer einfachen und emotionalen Botschaft. Ich habe Angst, Punkt, 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 wegen der Klimakrise. Die allgemeine Botschaft der Rebellion of One ist folgende. Die lese ich mal kurz vor. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Die Klimakrise und die ökologische Krise sind ein nie dagewesener Notfall. Das System steuert auf die unwiederbringliche Zerstörung unserer Lebensgrundlagen zu. Es wird uns umbringen. Die Amtszeit unserer aktuellen Regierung ist fast vorbei. Sie hat ihre Chance vertan, auf diesen Notfall zu reagieren. Ich bin verzweifelt. Meine Verzweiflung ist so stark, dass ich bereit bin, mit meinem Körper den Straßenverkehr zu blockieren, um auf diesen Notfall hinzuweisen. Bei der Rebellion of One werden Menschen wie du und ich in ganz Deutschland und darüber hinaus genau das machen. Alleine die Straße blockieren, weil die Zeit abgelaufen ist. Es gilt, jetzt oder nie. Was wirst du tun? Individuelle Botschaft bei der Rebellion of One, die wird über diese Sandwich-Tafeln vermittelt und die lautet, ja, ich habe Angst, Punkt, 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 da fügt ihr einen persönlichen Teil ein wegen der Klimakrise. Und dieses Format wurde entwickelt, um Botschaften rüberzubringen zu den Menschen, die das mitkriegen, die sowohl persönlich sind, als auch über die ganze Aktion, hinweg einhalten. Rebellion of One hat verschiedene strategische Ziele, die von sehr großem Nutzen für die Bewegung und auch für das Vorankommen im Klimaaktivismus sein können. Die Aktion kann eine massive psychologische Wirkung entfalten. Denn so eine Ein-Personen-Aktion, die haben irgendwie so eine besondere Kraft in sich, da sie die Verletzlichkeit und die Tapferkeit und die Aufopferung der Menschen, die das machen, darstellt. Und Leute, die Zeuge davon sind, das dringt zu denen durch und das beeinflusst die auf eine Art. Und wenn ich alleine eine Aktion mache, dann befinde ich mich nicht in einer Gruppe, der man irgendwie ganz einfach die Schuld zuschieben kann. Wenn da irgendwie wütende Passantinnen oder AutofahrerInnen da langkommen und das sehen, können die das sozusagen nicht eine Gruppe beschuldigen, wenn da eine Einzelperson sitzt, sondern da sitzt einfach nur eine ruhige, einsame Person mit so einem handgeschriebenen Plakat und ja, die gibt ihre Angst zu, die sie hat wegen der Klimakrise. Und in diesem Akt der Tapferkeit und in einem Akt dieser reinen Verzweiflung ist es für die Menschen dann viel schwieriger, diese Person irgendwie zu verurteilen oder abzuwerten. Oder ihr die Schuld für irgendwas zu geben. Und wie viele Menschen damit erreicht werden kann, was das für eine Wirkung entfalten kann. Auf einer großen Skala haben wir schon feststellen können, bei der Rebellion of One am 27.03., da haben das schon mal ganz viele Menschen in Deutschland gemacht. In über 40 Städten waren wir da aktiv und gleichzeitig haben sich etwa 100 Menschen alleine auf die Straße gesetzt. Und bei den meisten Personen hat sich da so eine kleine Menschenmenge um die Sitzenden herum gebildet. Und diese Aktion, die hinterlässt Eindruck jeder Person am Aktionsort vorbeikommt, egal ob sie jetzt irgendwie stehen bleibt oder freiläuft. Die Reaktionen sind natürlich gemischt. Einige sind ärgert, andere sind beeindruckt und andere geben auch ganz viel Zuspruch. Aber auf alle hinterlässt es irgendwie einen Eindruck. Und ja, diesmal waren dann beim 27.03. waren wir 100 Menschen. Und wenn wir sagen, durchschnittlich haben das 50 Menschen gesehen, dann haben wir mit dieser Aktion direkt live vor Ort sagen 5000 Menschen erreicht. Und das ist bei so einer eindrucksvollen Aktion
schon ziemlich, ziemlich gut. Und wer weiß, wie viel es beim nächsten Mal am 15.05. werden. Und so eine massenhafte psychologische Störung der Menschen, also das heißt, wenn ihr Alltag mal kurz aufgerüttelt wird, wenn die da kurz rausgerissen werden, weil die da so eine, ja, eine eindrucksvolle Aktion sehen, das kann in diesem Ausmaß, in dem die Rebellion stattfinden kann, wirklich ein politischer Akt sein, weil es sich in den Köpfen und Herzen der Menschen festsetzen kann und auch ihre, ja, ihre Entscheidungen und auch ihre politischen Entscheidungen beeinflussen kann. Stören sozusagen nicht nur psychologisch, sondern natürlich auch physisch, wenn wir den Straßenverkehr blockieren. Das ist auch ein weiteres strategisches Ziel. Auch in der Aktion am 27.03. haben ja die Menschen die Straße blockiert und das unterschiedlich lange. Bei manchen war es sogar über eine Stunde und haben den Verkehr gestört, bei manchen waren es nur ein paar Minuten. Einige haben sich mehrmals auf die Straße gesetzt, wobei dann die Polizei immer wieder ausrücken musste. Und ja, auch Gewahrsamnahmen können so provoziert werden. Und ja, das ist natürlich eine Störung, die wir da verursachen, die nicht ignoriert werden kann, wenn wir das über das ganze Land verteilt mit vielen Menschen machen. Und im vollen Ausmaß, also mit, ja, stellen wir uns mal vor, Tausende von Menschen würden das machen, dann kann so eine Störung potenziell, ja, wirklich eine Bedrohung für die geltende Ordnung gerade sein. Und das ist ja das, was wir mit unserem zivilen Ungehorsam auch als strategisches Ziel ja verfolgen, so zu stören, richtig für Aufrüstung, der nicht ignoriert werden kann. Ein sehr wichtiges strategisches Ziel dieser Aktion ist auch, dass die Bewegung aufgebaut werden kann und gestärkt werden kann. Jedes RO1-Team, das setzt sich ja ungefähr in Größe, Zusammensetzung und Zweck, besteht das wie in so eine typische XR-Bezugsgruppe. Und so eine groß angelegte RO1 in ganz Deutschland, die kann dann ja die Bezugsgruppen stärken und auch wachsen lassen in der Bewegung. Genau, das heißt, wir könnten sozusagen Hunderte bis Tausende von Menschen in diesen Bezugsgruppen in spezifischen Bereichen dafür weiterbilden, sei es irgendwie im GESA-Support, Filmen und Fotos machen, Deeskalation, aber natürlich auch sich auf die Straße setzen. Wir brauchen für unseren erfolgreichen zivilen Ungehorsam, brauchen wir mehr Menschen und ja, Menschen, die sich auch anschließen. Und die Rebellion of One ist eine wunderbare Gelegenheit, auch neue Menschen sozusagen dazu zu holen, Freunde, Familie und Bekannte anzusprechen, um dass die einen im Team zu unterstützen. Es werden alle notwendigen Trainingsfeuer angeboten, dass sich Personen auch sicher fühlen, diese Aufgabe zu machen. Und schon, ja, haben sie an einer Aktion von Extinction Rebellion teilgenommen und haben vielleicht, ja, Lust darauf bekommen, auch weiter bei Aktionen mitzumachen. Und die Aktion kann jederzeit einfach ziemlich problemlos, ganz dezentral durchgeführt werden, was ja die Möglichkeit für die Leute mitzumachen natürlich deutlich steigert. Die Hürden sind dann nicht so groß. Es gibt noch ein paar weitere Nutzen und Ziele von der Rebellion of One. Alle Personen, sich am 27.03. hingesetzt haben. Und das kann ich auch bezeugen. Ich saß auch auf der Straße. Die haben so ein Gefühl der Ermächtigung beschrieben, dass sich irgendwie einstellt, wenn ich wirklich als alleine die Straße blockiere. Also ich weiß ganz genau, dafür, dass das hier passiert, ist meine Anwesenheit notwendig. Und das kann ein, ja, ziemlich beflügelndes Gefühl auch sein. Ich habe mich auf jeden Fall da sehr, sehr bestärkt drin gefühlt, was ich da tue. Und auch die Erfahrung zu machen, in so einer Situation, in der ich ja schon relativ exponiert bin, ja, ruhig bleiben kann, gelassen bleiben kann und ja, einfach bestimmt meine Angst da ausdrücken kann über die Klimakrise. Genau, normalerweise ist es so, wenn irgendwie Mitglieder der Öffentlichkeit und so eine Gruppe von Demonstrierenden aufeinandertreffen, dann gibt es immer ziemlich leicht so eine Sie- und Uns-Dynamik. Ne? Also so zwei Gruppen, die sich getrennt gegenübersteht, getrennt gegenüberstehen. Die RO1, die vermeidet diese Probleme, weil es die Beobachtende eben dazu zwingt, sich mit dem Protest und der Sache auseinanderzusetzen. Und das auf zwischenmenschlicher Ebene, weil ich habe es schon mal erwähnt, wenn eine Person alleine sitzt, dann fällt mir das viel, viel schwieriger, irgendwie zu sagen, das sind andere, das sind ja diese verrückten Demonstrierenden, sondern nee, das ist nur eine Person. Und
mit der setze ich mich dann viel eher auseinander und es fällt mir viel schwerer, die so von mir wegzuschieben, weil die ist ja genauso wie ich. Genau, somit zwingen wir die PassantInnen zum Nachdenken und ja, haben auch natürlich dann sozialen Interaktionsraum, den wir dann da aufmachen, wenn die an uns vorbeilaufen und ja, mit vielleicht auch mit uns ins Gespräch kommen. Primäre, ja, Leute, die wir ansprechen wollen, sind ja auch die PassantInnen bei der Rebellion of One. Und das alles unter diesem ja, Gesichtspunkt, dass kein Mensch bei uns diesem zerstörerischen System zugestimmt hat, aber jeder Mensch ist in diesem System irgendwo gefangen, das uns an den Rand der Existenz treibt. Und dass jeder von uns, jeder und jeder Einzelne hat die Wahl, Nein zu sagen, einfach nicht mehr mitzumachen. Und durch die Rebellion of One kann jeder und jeder Einzelne sagen, nein, ich mache nicht mehr mit. Ich setze mich jetzt hier auf diese Straße und blockiere. Und ja, die Aktionen, die wir hier beschreiben oder die auch in dem Dokument detailliert beschrieben sind, das ist nur der Anfang. Also aus dieser Aktionsform könnten sich breite Konzepte irgendwie ausbreiten des Nicht-Einverstanden-Seins-Aktionen und ja, auch in andere Bereiche des Lebens überschwappen und wer weiß, wo uns das noch hinführt. Es ist wichtig, dass wir uns bei so einer Aktion ja, persönlich sehr gut vorbereiten. Weil diese Aktionsform, die wird Auswirkungen auf jede und jeden von uns haben, der oder die da mitmacht. Es können manche Personen werden verbale oder körperliche Angriffe erleben bei dieser Aktionsform. Das ist natürlich schlimm, aber das kann passieren. Wir Teilnehmenden, wir haben die Verantwortung, uns gut auf so eine Aktion vorzubereiten. Und vor allen Dingen ist es ganz wichtig, während der gesamten Aktion strikt gewaltfrei zu bleiben in Handlung und in Sprache. Wir haben ein Vorbereitungsdokument entwickelt, um euch Teilnehmende und die Teams dabei zu helfen, sich auf die RO1 vorzubereiten. Das ist sehr detailliert, aber da werdet ihr wirklich gut vorbereitet durch das Dokument. Ihr könnt in unserem Kalender nachschauen, wann die aktuellen Vorbereitungstermine sind, Deeskalationstrainings oder Aktionstraining. Wir haben auch eine Cloud angelegt, bei dem ihr Informationen zur Presse erhalten könnt und damit wir auch sozusagen die Pressearbeit gut machen können für die Aktion. Generell gilt, dass jede Person, die sich auf die Straße setzt, die sollte sich 2 bis 3 Sätze überlegen für den Fall, dass sie irgendwie spontan interviewt wird. Dazu gibt es auch ein Workshop-Dokument, das wir euch hier anhängen und genau, damit da sozusagen auch gut die Nachricht über die Presse nach außen getragen werden kann, die wir vermitteln wollen. Aber ihr könnt auch gerne vorher mit Gesicht und Namen prägnante Zitate entwerfen und dann uns zukommen lassen, damit wir die danach dann veröffentlichen können in Pressemitteilungen oder ähnliches. Es ist aber kein Muss. Es gibt vorgefertigte Pressemitteilungen, die ihr vor oder während der Aktion an die Presse schicken könnt. Und die könnt ihr euch auch bei uns runterladen oder da Unterstützung bekommen, wie ihr sozusagen die Lokalpresse vor Ort auch mit in die Sache einbezieht, um noch mehr Menschen zu erreichen. Ihr könnt, wenn ihr Videos macht vor der Aktion, während der Aktion, nach der Aktion, vielleicht mal kurz sagen, warum ihr das hier gerade macht und wie es euch geht. Genau, könnt ihr das dann auch in diese Cloud hochladen und dann können wir da auch immer schöne, ja, After-Videos draus machen und produzieren. Und bitte achtet dabei auf gute Videoqualität und dass ihr im Querformat filmt. Jede Ortsgruppe sollte mindestens eine Person haben, die sich, falls die Rebellion of One in dem Ort stattfindet, irgendwie um lokale Pressearbeit kümmert. Denn eine gelungene Aktion hat auch immer eine gelungene Pressearbeit. Das ist super, super wichtig. Alles klar, dann danke ich euch jetzt schon mal für die Aufmerksamkeit und Clara macht jetzt weiter mit dem zweiten Teil. Ja, genau. Vielen Dank. Das war der erste Teil. Jetzt komme ich zum zweiten Teil, zur Aktionsumsetzung. Und ich fange an und erzähle euch ein bisschen was über das Unterstützungsteam. Jede Rebellion of One-Aktion sollte neben einer sitzenden Person ein Unterstützungsteam haben, also ein Support-Team. Dieses Team sollte wie Mitglieder der Öffentlichkeit aussehen. Das heißt, es sollte keine Transparente mitgebracht werden, keine Sprechchöre angestimmt werden, keine Warnwesten oder keine XR-Symbole sollten getragen werden.
Dabei in dem Unterstützungsteam gibt es verschiedene Rollen. Diese Rollenverteilung ist in jedem Team unterschiedlich und ein bisschen abhängig von der individuellen Aktion, auch davon, wie viel Erfahrung ihr schon in Aktionen habt, wie sicher ihr euch mit der Aktion fühlt. Und mögliche Rollen, die wir empfehlen, sind die Eskalation, eine Fotoperson, eine Videoperson. Außerdem kann eine Outreach-Person von Vorteil sein. Die geht dann aktiv auf PassantInnen, als PassantInnen getarnt, auf die Autofahrerinnen und PassantInnen zu und kommt mit denen ins Gespräch. Und das alles auch, ohne dass sie als Teil der Aktion erkannt wird. Dann ist es noch hilfreich, eine Backoffice-Person zu haben, die im Hintergrund ist, wo ihr anrufen könnt, falls einer von den Setzlingen in Gewahrsam genommen werden sollte. Optional ist es auch noch, einen Koordinationsmenschen zu haben. Das ist vor allem vielleicht sinnvoll, wenn die Ortsgruppen größer sind und es geplant wird, dass sich mehrere Menschen auf die Straße setzen, dass dann so ein bisschen geguckt werden kann, haben alle Menschen die Trainings mitgemacht und sind alle gut vorbereitet. Das als optionale Rolle. Besonders wichtig sehen wir die Foto- und die Videoperson an. Da ist es auch zu empfehlen, dass das zwei unterschiedliche Menschen sind, die sich dann jeweils darauf konzentrieren können, einmal ein Video zu machen und einmal Fotos zu machen. Und besonders wichtig sehen wir auch die Deeskalationsrolle an. Da empfehlen wir auch eigentlich eine Mehrfachbesetzung. Genauso empfehlen wir, dass möglichst alle aus dem Team schon mal ein Deeskalationstraining mitgemacht haben, inklusive auch die sitzende Person. Auch in schwierigen Situationen sollte die Deeskalation versuchen, nicht als Teil der Gruppe wahrgenommen zu werden. Und es empfiehlt sich auf jeden Fall vorher schon mal, sich als Team Gedanken um eine Taktik rund um Deeskalation zu machen und vielleicht im Voraus schon bestimmte Szenarien durchzusprechen. Bei der Größe der Unterstützungsteams, das ist sehr individuell und sollte an die Aktion angepasst sein. In der Aktion am 27.03. hat sich gezeigt, dass Teams mit einer Größe von über 6 bis 7 Personen oft als zu groß wahrgenommen wurden. Und die Supportmenschen haben sich oft exponiert gefühlt und es fiel schwer, unauffällig zu bleiben. Wir würden empfehlen, dass die Teams eine Größe von 3 bis 5 Menschen im Support haben, weil weniger Menschen sind wichtige Rollen nicht mehr so wirklich gut abgedeckt. Je nachdem, ob die sitzende Person und ihre Supporties schon Erfahrung haben und wie das Sicherheitsgefühl innerhalb der Gruppe ist, sollte die Größe der Gruppe aber individuell entschieden werden. Als Support-Team solltet ihr euch bewusst sein, dass ihr euch trotz guter Vorbereitung exponiert und unsicher fühlen könnt. Das gab es als Feedback von einigen Supporties von der letzten Aktion. Und vor allem zur Zeit mit der Corona-Situation kann es passieren, dass Menschen besonders auffällig wirken, wenn sie um die Aktion herumstehen, da einfach allgemein nicht so viele Menschen auf der Straße sind. In einigen Einzelfällen ist es gegenüber dem Support-Team auch zu Aggressionen gekommen. Da ist es wichtig, dass ihr gewaltfreie Kommunikation anwendet und wenn ihr merkt, dass es eskaliert, auch immer die Option im Kopf behaltet, dass ihr die Polizei informieren könnt. Um Polizeikontakt des Unterstützungsteams zu vermeiden, können Teile des Aktionsteams bei Eintreffen der Polizei den Aktionsort verlassen. Das solltet ihr vorher auf jeden Fall absprechen und gucken, dass sich alle mit dieser Entscheidung wohlfühlen. Zu dem Sandwichboard haben wir gerade schon ein paar Informationen bekommen. Ich werde euch auch noch ein paar weitere Infos dazu geben. Zuerst einmal zu der individuellen Botschaft. Die Botschaft, die auf eurem Sandwichboard steht, das ist das Einzige, was die Autofahrerinnen und Fußgängerinnen sehen und was denen sagt, warum ihr da auf der Straße sitzt. Daher sollte die Botschaft auf der Tafel möglichst klar, einfach und emotional sein. Sie sollte erklären, warum ihr persönlich diese Aktion durchführt und sollte Verletzlichkeit und Bescheidenheit vermitteln. Außerdem sollte sie jede Person, die das liest, auf einer zwischenmenschlichen Ebene mit euch verbinden. Dafür ist es sinnvoll, dass die Botschaft und der Tonfall bei allen einzelnen Rebellion of One Aktionen einheitlich ist.
damit im Nachhinein auch deutlich wird, dass wir da gemeinsam gehandelt haben. Wie schon erwähnt, bitten wir euch also darum, dass auf dem Schild steht, ich habe Angst, dass, dann der persönliche Teil und dann wegen der Klimakrise. Als Beispiel, ich habe Angst, dass es mehr Pandemien geben wird wegen der Klimakrise. Wir erhoffen uns davon, dass bei Einhaltung dieses Formats wütende Reaktionen abgemildert werden, indem wir unsere persönliche Angst in den Vordergrund stellen und wir so einen tadelnden und beschämenden Ton vermeiden, damit nicht das Gefühl aufkommt, dass FahrerInnen als Schuldige für die Umweltverschmutzung und oder die Klimakrise herausgegriffen werden. Genau, und dass alle einzelnen Aktionen thematisch miteinander verbunden werden und es so eine einheitliche Rahmung dieser Aktion gibt. Bei den Testläufen hat sich gezeigt, dass der Designstil der Sandwich-Tafeln ziemlich wichtig ist. Je mehr Farben und Textarten ihr verwendet, desto schwieriger wird es, das Schild zu lesen. Deswegen empfehlen wir es, möglichst einfach zu halten. Schwarzer Text auf weißem Hintergrund ist dabei sehr gut geeignet. Außerdem nicht zu vernachlässigen ist, dass die Schilder nicht zu locker sind, sodass sie nicht einfach wegwehen und dass sie bequem zu tragen sind. Wir haben noch ein paar Zusatzinfos zur Herstellung. Beim Material, dafür eignet sich zum Beispiel große Pappen oder so dieses dünne Holz von den Schrankrückwänden oder auch irgendwie Werbeschilder für zum Beispiel Wahlen oder Veranstaltungen. Von der Größe her sollte es den Körper gut bedecken, aber euch auch nicht ganz dahinter verschwinden lassen. Und so am besten, ihr testet das einfach persönlich aus, aber ganz, ganz grobe Maße sind so in der Breite 30 bis 60 cm und in der Höhe 40 bis 80 cm. Sehr sinnvoll bei Wind ist es, dass die unteren Enden der Tafel verbunden sind, damit sie nicht andauernd hochwehen. So, als nächstes komme ich zu den Aktionsorten. In den Testläufen hat sich gezeigt, dass einige Standorte effektiver sind als andere. Und dazu gehören vor allem Bereiche mit viel Fußgängerinnenverkehr, also am besten irgendwie Bereiche in Stadtzentren. Besonders geeignet ist einspuriger Verkehr und oder ein Bereich, in dem Autos nicht einfach um euch herumfahren können. Besonders bietet es sich auch an, Ampeln oder Fußgängerüberwege zu nutzen. Und wenn euch das zu riskant ist mit der Straße, gibt es als sichere Option natürlich auch, dass ihr euch in Fußgängerzonen setzt, wo ihr weniger rechtliche Risiken zu befürchten habt. Wichtig ist auch, dass ihr euch bitte nicht zu sehr in den Versuch verstrickt, einen perfekten Ort zu finden, der alle diese Kriterien erfüllt, denn jede Rebellion of One Aktion wird anders sein und jeder oder jede Rebellin wird andere Erfahrungen machen. Wichtig ist bei dem Ort, dass ihr einen Ort habt, an dem ein Gleichgewicht zwischen eurer Sicherheit und der Effektivität eurer Aktion herrscht. Die Rebellion of One ist so konzipiert, dass es eigentlich ein geringes Maß an logistischer Planung erfordert. Normal ist es nicht notwendig, den Aktionsort mit anderen Rebellion of One Aktionen zu koordinieren. Es kann natürlich sein, dass eure lokale Gruppe in der Stadt oder in der Nachbarschaft die Rebellion of One Aktionen koordinieren möchte, um die Wirkung nochmal zu verstärken. Das ist natürlich total in Ordnung. Und ihr könnt euch dann überlegen, ob ihr mit mehreren Ortsgruppen in eine große Stadt in eurer Nähe geht oder ob ihr die Aktion lieber bei euch zu Hause macht. Bei der Koordination solltet ihr auf jeden Fall folgende Punkte beachten. Sollte keine Sichtverbindung zwischen den Sitzenden herrschen. Am besten sind Einbahnstraßen geeignet. Und es sollte vermieden werden, dass mehrere Sitzende verschiedene Teile derselben Straße blockieren. Ganz besonders wichtig ist, dass ihr euren potenziellen Rebellion of One Ort vorher gut erkundet habt. Bei der Erkundung solltet ihr auf folgende Punkte achten. Von wo aus werdet ihr euch nähern? Welche Art von Verkehr gibt es auf der Straße? Wie lange ist vielleicht auch der Ampelzyklus oder sitzt ihr in der Nähe einer Schule oder eines Krankenhauses? Und vielleicht auch, welche Menschen da vorbeilaufen und welche Menschen ich da gerade erreiche, wenn ich mich an dem Ort hinsetze.
Damit die Aktion gelingt, ist es unbedingt wichtig, dass ihr euren Sitzplatz gut kennt und dass sich die Stelle für euch möglichst sicher und effektiv anfühlt. Für den Tag selber haben wir noch ein paar Tipps aus den Aktionen oder von der Aktion am 27.03. Es wird empfohlen, einen Mund- und Nasenschutz unter dem Gesicht zu tragen, also am Kinn, damit ihr als Person möglichst nahbar wirkt, aber die Maske bei Kontakt schnell aufsetzen könnt. Wenn in dem Gebiet, wo ihr euch hinsetzt, generelle Maskenpflicht gilt, dann sollte die Maske auch am besten von Beginn an getragen werden. Ihr könnt die Benachrichtigung der Polizei in Erwägung ziehen, wenn ihr das Gefühl habt, dass es die Sicherheit der Demonstrierenden erhöhen würde und wenn die sonst gefährdet ist. Spätestens wenn ihr merkt, dass die Situation außer Kontrolle gerät, seid euch bewusst, dass ihr jederzeit die Option habt, die Polizei zu informieren. Genau, wir empfehlen auf jeden Fall das Filmen in der Öffentlichkeit. Das kann dem oder der Demonstrierenden weiteren Schutz bieten, da AutofahrerInnen oder PassantInnen oft weniger körperlich gewalttätig werden, wenn sie gefilmt werden. Wenn ihr aber merkt, dass aus dem vorausfahrenden Fahrzeug ein erhebliches Maß an Aggression kommt und ihr das Gefühl habt, in Gefahr zu sein, dann solltet ihr in Erwägung ziehen, die Straße zu verlassen, das Fahrzeug passieren zu lassen und dann, wenn ihr euch körperlich dazu in der Lage fühlt, wieder auf die Straße zurückzukehren. In einigen Einkaufsvierteln gibt es Teams von privaten Sicherheitsleuten. Wenn dort welche sind, werden die euch wahrscheinlich ansprechen und auffordern, die Straße zu verlassen. Wenn ihr euch aber nicht in einem Einkaufszentrum aufhaltet, sondern auf offener Straße, dann haben sie gegenüber euch keine Weisungsbefugnis. Ganz wichtig ist auch, dass ihr euch vorher auf eine Blaulichtstrategie einigt und das Szenario vielleicht einmal durchsprecht, vielleicht auch ein Zeichen abmacht, wenn Blaulicht kommt, was das Support-Team der sitzenden Person geben kann, falls diese das in dem Moment nicht mitbekommt. Und genau, der generelle Tipp ist, dass ihr das Blaulicht durchlassen solltet. Also von der Straße runtergehen, Blaulicht vorbeifahren lassen und dann, wenn ihr euch dann auch fühlt, euch wieder hinsetzen oder die Aktion beenden. Am besten setzt ihr euch im Schneidersitz auf den Boden. Das ist die bescheidenste und nicht bedrohlichste, nicht nervendste Haltung, die ihr einnehmen könnt. Und es empfiehlt sich sehr, einen Pappkarton oder sonstiges mitzunehmen, auf den ihr euch draufsetzen könnt, damit es nicht zu kalt wird. Genau, wie schon erwähnt, solltet ihr darauf achten, dass das Team nicht so aussieht, als würde es mit der sitzenden Person zusammengehören. Wenn ihr alleine seid, seid ihr zugänglicher als bei anderen Aktionen und die Verletzlichkeit und der Mut der einzelnen Personen wird dann verstärkt. Es ist wahrscheinlich, dass sich eine kleine Menschenmenge um den Protest herum bilden wird. Einige davon werden dafür sein, einige werden dagegen sein. Und es kann zu Debatten unter den Zuschauern kommen. Das ist natürlich perfekt. Lasst sie reden, aber beteiligt euch am besten nicht zu sehr an der Diskussion, sondern bleibt in eurer Rolle. Es kann auch vorkommen, dass sich ein Mitglied des Publikums der Aktion anschließt. Das ist bei einigen Aktionen passiert. Wenn das bei eurer Rebellion of One Aktion passiert, dann lächelt die Person einfach an und lasst sie euch anschließen. Es hat sich in einigen Städten gezeigt, dass auch mehrfaches Hinsetzen in verschiedenen Stadtteilen möglich ist, ohne direkt in Gewahrsam zu kommen. Das könnt ihr als Option in Erwägung ziehen, seid euch aber möglicherweise stärkeren rechtlichen Konsequenzen dabei bewusst. Dann noch ein Punkt zur Beendigung der Aktion. Es kann und es ist möglich, dass physische Gewalt von FahrerInnen und Mitgliedern der Öffentlichkeit ausgeht. Und ihr könnt euch natürlich jederzeit entscheiden, die Straße zu verlassen, bevor das geschieht. Wenn ihr bereit seid, euch körperlicher Gewalt zu stellen, dann seid euch sicher, dass ihr gewaltfrei reagieren werdet. Wenn die Polizei dann eintrifft, dann wird sie euch wahrscheinlich auffordern, die Straße zu verlassen. Das ist der Moment, in dem ihr entscheiden könnt, ob ihr freiwillig von der Straße geht oder ob ihr euch wegtragen lasst. Für Setzlinge gibt es natürlich auch die Option, dass ihr euch dazu entscheidet, euch wieder hinzusetzen, auch wenn die Polizei zum Beispiel eine Verwarnung oder einen Platzverweis ausgesprochen hat.
Da seid euch aber bitte den rechtlichen Risiken bewusst. Und es kann natürlich auch als strategische Entscheidung sein, dass ihr euch so lange hinsetzt, bis ihr dann festgenommen werdet. Wenn ihr euch wieder hinsetzen wollt, bereitet euch am besten darauf vor und nehmt ein zweites Sandwichboard mit. Es kann gut sein, dass die Polizei euch das erste Sandwichboard wegnimmt und sich bei der Aktion ohne Schild auf die Straße zu setzen, macht wenig Sinn. Die Entscheidung, ob ihr euch wieder hinsetzt, kann von verschiedensten Faktoren beeinflusst werden, zum Beispiel von eurem eigenen geistigen und körperlichen Zustand und der Stimmung in der Öffentlichkeit. Wie auch immer da eure Entscheidung ausfällt, wichtig ist, dass ihr euch in der Lage fühlt, die Verantwortung für euer Handeln zu übernehmen. So, dann gibt es noch einen kleinen Absatz über rechtliche Risiken und Konsequenzen. Bei dieser Aktionsform werdet ihr nicht durch das Versammlungsrecht geschützt. In einer Stadt ist das bei der letzten Rebellion of One Aktion zwar vorgekommen, dass die als Versammlung anerkannt wurde. Darauf können wir uns aber nicht verlassen. Eine strafrechtliche Verfolgung wegen Nötigung von Seiten der AutofahrerInnen ist möglich. In gefährlichen Situationen ist auch eine Verfolgung wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr möglich. Das gilt nicht nur für die sitzende Person, sondern auch für das Support-Team, falls die Support-Menschen als Teil der Aktion wahrgenommen werden. Außerdem begeht ihr durch die Rebellion of One eine Verkehrsordnungswidrigkeit, die mit Bußgeld verfolgt werden kann. Und je nach individueller Situation sind Beschuldigungen wegen anderer Straftaten und Ordnungswidrigkeiten möglich. Am besten fragt in eurer UG, ob sich lokale EA-Nummern und GESA, also Gewahrsam-Support-Strukturen, einrichten lassen, für den Fall der Falle. Es wird aber auch wieder eine deutschlandweite EA-Nummer geben, an die sich gewandt werden kann, wenn Menschen in Gewahrsam kommen, die so ein bisschen den Überblick haben, wer wo ist, damit die dann auch wieder abgeholt werden, wenn sie wieder freigelassen werden. Ja, das war unser Aktionsbriefing. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden alle Dokumente und so nochmal verlinken und wünschen euch ganz viel Spaß bei der Vorbereitung. Wenn ihr noch weitere Fragen oder Bedenken habt, dann nehmt gerne Kontakt über E-Mail mit uns auf. Die E-Mail findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und wir wünschen euch gutes Gelingen bei der Aktion und wir sehen uns auf der Straße. Bis bald!